schwierig. Im Sinne von No-Bite-Challenge. Da steht ja eine Bestrafung an. Und die gibt es dann im nächsten Video zu sehen. Bis dahin, ich wünsche euch was, viel Spaß beim Lesen. Bis zum nächsten Video. Ciao. Ich komme rein und da ist so ein Teil auf mich gerichtet. Ja, wundert mich nicht. Rasiert? Mhm. Ist ja. Also, erst habe ich irgendwie gedacht, hier ist ein Neuer im Büro oder irgendwie so, ne? Die Hälfte vom Gesicht ist weg. nicht erst die Kamera, dann auch noch. Aber es sieht hübsch aus. Oh. Ja. Du siehst so. So frisch aus. So, ja, ich weiß nicht, so 20 Jahre jünger. Deshalb habe ich das ja auch gemacht, aber irgendwie so. Du siehst anders aus. Andrea. Was denn? Komm mal her. Irgendwie siehst du jünger aus, finde ich. Guck. Oh. Ich fand den Bart aber cool. Ich auch. Ich verstehe das nicht. Was haben die Leute denn heute alle? Hi zusammen, Ingo hier. Heute geht's um Terror von Dan Simmons. Das Buch habe ich in einer kleinen Lesegruppe gelesen. Und ich habe Redebedarf. Ich stelle euch in diesem Video erstmal das Buch vor. Und alles andere kommt dann gleich nach der offiziellen Buchvorstellung. Terror ist die fiktive Geschichte eines tatsächlich historischen Ereignisses. Nämlich segelten 1845 zwei Schiffe, die Erebus und die Terror, von Großbritannien los, um den kürzesten Seeweg von England nach Nordamerika, nach Alaska zu finden. Zu dem Zeitpunkt war die Arktis oder ein großes Teil der Arktis noch unentdeckt. Es gab noch keine Karten und man wusste nicht so ganz, man vermutete so vieles. Ich gehe nicht weiter darauf ein. Das ist alles im Buch nachzulesen. Das Buch ist hervorragend recherchiert. Ich habe sehr viel Geschichte gelernt. Aber neben all diesen historischen Elementen in dem Buch gibt es noch ein Element, das halt reine Fiktion ist. Das sollte man nicht unterschätzen beim Lesen, so wie ich es getan habe. Die Expedition startet gut ausgerüstet und von der britischen Krone gesegnet unter der Flagge von Sir John Franklin gen Norden. Beide Besatzungen, beides ehemalige Kriegsschiffe wurden halt genau für diese Expedition gepimpt, also halt aufgeschraubt, wie man das heute so schön sagt. Sie wurden halt verstärkt und dass sie dann halt für das ewige Eis gut ausgerüstet waren, so wie man sich das halt damals vorgestellt hat. Nun wissen die Geschichtsbuffs unter uns, das ist jetzt kein Spoiler, dass diese Expedition nicht so verlaufen ist, wie sich das die britische Admiralität gewünscht hätte. Um das mal ganz vorsichtig auszudrücken. Ich fand das Thema, oder wir alle, die dieses Buch zusammengelesen haben, fanden das Thema total spannend, dass wir
immer mal Pausen beim Buch eingelegt haben, um mal auf Wikipedia zu gucken. Es gibt auch eine sehr gute, ziemlich aktuelle Dokumentation auf ZDF in der Mediathek. Das kann ich ja auch mal unten linken, von Terra X, glaube ich. was nochmal so ein bisschen so Licht ins Dunkel bringt. Außerdem haben viele Leute gesagt, das hat mich tatsächlich abgeschreckt, dass viele Leute ein Problem mit der Länge des Buches hatten. Ja, 1000 Seiten sind viel und es war stellenweise zäh. Aber jetzt nicht so zäh, wie ich es verstanden hatte. Ein anderer Aspekt, der noch häufig bemängelt und kritisiert wurde, waren oder sind die Vornamen der 120 Menschen, die dort auf beiden Schiffen in See gestochen sind. Zu der Zeitpunkt hießen die Leute halt so. Da gibt es halt hunderte von Johns, Simons und so weiter und so fort. Simmons hat sich halt an der real existierenden Besatzung orientiert, also nicht orientiert. Er hat all diese Namen oder all diese Charaktere im Buch implementiert. Und wenn die halt so heißen, dann heißen die halt so. Mir ist das überhaupt nicht aufgefallen. Hätte man mir das nicht gesagt, wäre das an mir so vorbei. Weil häufig nicht die Vornamen erwähnt wurden, sondern der Dienstgrad, also ein Captain, Matrosen, was es da so alles gibt, mit den Bezeichnungen wurde gearbeitet und mit den Nachnamen. Und die Nachnamen waren bis auf ganz wenige Ausnahmen, kamen kaum doppelt vor. Also da hatte ich auch überhaupt gar keine Schwierigkeiten mit. Mir war immer klar, wenn von einer Person gesprochen wurde, wer da jetzt tatsächlich gemeint ist. Ein 1000 Seiten Buch im Regal ist immer halt so ein Stolperstein. Ne? Und wenn man halt dieses Buch dann halt rausnimmt und dann mal reinguckt und dann gerade bei Terror die Schriftgröße sieht, denkt man sich, nein, und stellt es wieder weg. Also das war halt auch so ein Ding. Es gibt Bücher, die auch um die 1000 Seiten haben, wo der Schrifttyp noch kleiner gesetzt ist, dass mir fast die Augen bluten. Das war noch so ein dickes Minus für mich, die Schriftgröße. Außerdem waren die Kapitel gerade zu Anfang sehr ausladend, die waren sehr lang. Das wurde ab der Mitte, zwischendurch auch mal, aber in der zweiten Hälfte des Buches wurden die Kapitel wesentlich kürzer. Und das war so angenehm in unserer Lesegruppe. Wir haben echt so, ich habe WhatsApp gelesen und dachte so, ich höre sie aufatmen. Das war so eine absolute Erleichterung, da mal kürzere Kapitel zu lesen. Und noch ganz kurz möchte ich eingehen auf das tolle Hörbuch aus dem Audible Verlag, ein Exclusive Audible Titel, eingelesen vom großartigen Detlef Bierstedt, der deutschen Synchrostimme von George Clooney und William Riker aus der Enterprise. Eine total markante Stimme. Bierstedt macht hier auch seinen Job sehr gut. Er verleiht wieder jedem Besatzungsmitglied seine individuelle Stimme. Dort haben wir dann halt sehr männliche und tiefe Stimmen bis hin zu diesen hinterhältigen kleinen Wieseln. Macht er hervorragend. Ich hatte an einige Stellen fand ich jetzt nicht so toll, aber gut, das ist halt Geschmackssache. Auch ein Tipp, wenn euch 1000 Seiten too much sind, ist das noch eine echte Alternative. Da ist nichts gekürzt an dem Hörbuch, kann man sich eins zu eins, so wie ich es dann halt auch immer tue, lesen und gleichzeitig hören oder beim Autofahren, beim Einkaufen, beim Hausputz, wie auch immer. Empfehlung. Die ganzen historischen Hintergründe werden auch im Buch nochmal deutlich angesprochen. Das ist total schwierig, das jetzt zu erklären. Zum weiteren Handlungsablauf der Geschichte sage ich erstmal nichts weiter, weil ich möchte euch nicht spoilern. Viele Leute haben das Buch in letzter Zeit gelesen, weil jetzt gerade ziemlich frisch auf Amazon Prime die Serie halt läuft. Ich habe keine Ahnung, ich blende das ein, wie viele Teile, wo, wann, wie. Deshalb ist momentan Terror gerade wieder in aller Munde.
Deshalb haben wir auch kurzfristig uns dazu entschlossen, dieses Buch gemeinsam zu lesen, weil ich möchte ja schon die Serie gucken, aber ich will auch vorher unbedingt noch das Buch lesen. Ich hatte das Buch halt zufälligerweise hier im Regal stehen. Und ich hatte noch eine Kapiteleinteilung von einer vorigen Lesegruppe. Ich glaube, Steffi von Lady of the Books hatte vor ungefähr einem Jahr, so ganz grob, schon eine Lesegruppe zu Terror. Vorher hatte ich es mit Jude probiert und Jude war überhaupt nicht meins. Deshalb habe ich auch aufgehört oder erst gar nicht mit Terror angefangen. Ich hatte das Buch immer noch mit den Abschnitten markiert bei mir stehen und ja, kannst ja mal irgendwann mal lesen, aber da ich jetzt vier Leute gefunden habe, mit denen ich das Buch, oder fünf, mit denen ich das Buch zusammenlesen wollte, haben wir uns dann kurzfristig von jetzt auf gleich entschlossen, ach, lass uns doch morgen damit anfangen. Ich glaube, hätte ich euch hier nicht mit in der Lesegruppe gehabt, würde das Buch noch sehr wahrscheinlich die nächsten 2, 5, 8 Jahre bei mir im Regal stehen. Ja, ich hatte mal wieder meine tiefe Sinnkrise, genau auf der Hälfte des Buches. Darauf gehe ich jetzt aber nicht ein, weil da müsste ich was zur Geschichte erzählen. Ich würde spoilern und das tue ich hier an dieser Stelle nicht. Aber mit diesem Video wird mein Redebedarf über Terror hier an dieser Stelle leider nicht gestillt. Kann man das so sagen? Kann man das so sagen? Ich weiß es nicht. Deshalb möchte ich ganz gerne einen Spoiler-Talk zu Terror machen, in dem ich wirklich auf jedes einzelne Detail eingehen möchte. Ich möchte auf die tollen, richtig tollen Elemente in dem Buch eingehen und ich möchte auch auf die Elemente eingehen und euch erklären, warum ich das Buch am liebsten aus dem Fenster geschmissen hätte. Und am liebsten würde ich das mit euch hier tun. Wie wir das organisieren, wann und wo und so, darüber werdet ihr alle noch informiert werden. Erstmal gucken, ob ich euch hier irgendwie motivieren kann, mitzumachen. Okay, das war Terror von Dan Simmons, mein zweiter Dan Simmons Anlauf mit gemischten Gefühlen. Und wer mich auf Goodreads verfolgt und dort mein Status-Update zu Terror gesehen hat, dass ich Terror beendet habe, wird sich sehr wahrscheinlich gefragt haben, was zum Geier, warum ich da keine Punkte vergeben habe. Das liegt daran, dass ich heute immer noch nicht wirklich weiß, wie viele Punkte ich dem Buch geben soll. Ganz, ganz schwierig für mich. Kann ich auch heute noch nicht beantworten. Das ist der größte Punkt, warum ich ungern Noten, Punkte, Sternchen, Prozentzahlen oder irgendwie sowas für Bücher vergebe. Tue ich mir fürchterlich schwer mit. Ich würde mein Lesevergnügen, wenn man das dann halt so nennen will, mein Lesespaß, Terror auf die gleiche Stufe setzen wie Metro 2033. Ich bin froh, dass ich es gelesen habe. Es war allerdings für mich kein Bombenbuch. Es war auch okay. Viele Leute würden da jetzt vielleicht so 3 Punkte geben. Das würde bei mir... Ich schwanke zwischen 2 und 3. Mit Tendenzen Richtung 4. Und ich wollte das Buch abbrechen. Also ihr seht mein Dilemma. Ja? Also das, vielleicht sieht es auch anders aus, wenn ich mich mit euch hier nochmal treffe und wir nochmal in Ruhe live miteinander reden können. Verständigungsprobleme auf Facebook oder im Chat oder wie auch immer, da gibt es immer irgendwelche Missverständnisse. Man kann sich halt nicht so, als wenn man live, ne, miteinander quatschen würde. Live. Das waren meine Gedanken zu Terror von Dan Simmons. Lest das Buch, bevor ihr vielleicht die Serie gucken wollt. Wäre jetzt so mein Tipp. Also ich habe die Serie nicht gesehen. Also ich gebe jetzt nur das wieder, was mir so zu Ohren gekommen ist.
Also erst lesen, dann gucken. Das war das Wort zum Sonntag. Ich wünsche euch ganz viel Spaß beim Lesen. Wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin. Ciao, macht's gut. Moment mal eben. Mir fällt da noch was ein. Nachtrag. Wie ihr hier seht, das ist mein Monatsrückblick April, März. Ich habe nicht mehr gelesen. Deshalb gab es noch keinen Monatsrückblick. Ja, 1000 Seiten, aber ich bin in den beiden Monaten zu nicht mehr gekommen, als Terror zu lesen. Gut, da gab es dann halt auch noch so eine große Veranstaltung. Die Messe kam noch dazwischen. Ich war krank, mir ging es hundeelend. Ich kam zu nichts und Drama. Ja, ich bin zu nichts gekommen. Ich habe nicht mehr gelesen. Bis dahin. Ciao. Ooh.